Die Wölfe gehen wieder auf die Jagd und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe vom Osper Sportclub hier auf TV Rostock. In der letzten Woche konnten die Seawolves einen Auswärtssieg beim Tabellenführer FC Schalke 04 feiern und heute wollen sie natürlich direkt nachlegen. Zu Gast ist der Tabellenvorletzte aus Cuxhaven und er konnte bislang kein einziges Spiel auswärts für sich entscheiden. Wir freuen uns auf eine bissige Partie und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Spiel. Kapitän Jordan Talbert startet angriffslustig und holt die ersten zwei Zähler in diesem Spiel. Doch die Dynamik lässt sofort nach, die Seawolves spielen verhalten und mit einem ungewöhnlich langsamen Tempo. Auch die Cuxhaven Baskets scheinen nervös, beweisen aber mehr Treffsicherheit und gehen mit 6:10 in Führung. Der frisch eingewechselte Bill Borkambi bringt frischen Wind ins Wölfespiel und hält seine Mannschaft im Rennen. Die Seawolves kämpfen sich zurück in die Partie und verkürzen ihren Rückstand zum Ende des ersten Viertels auf ein 13:15. Nach einer kurzen Verschnaufpause spielen die Wölfe konzentrierter und gehen in Führung. Cuxhaven bleibt jedoch hartnäckig. Mit einem 7:0-Lauf holen sich die Gäste ihren Vorsprung sofort wieder zurück. Es steht 27:28. Mit seinem 3-Punkte-Wurf setzt Chris Frazier dann aber ein deutliches Ausrufezeichen. Die Rostocker treten wieder selbstbewusster auf und gehen mit 32:30 in die Halbzeitpause. Ich hatte mir ein bisschen mehr errechnet, aber wenn vorne die Körbe nicht fallen, dann nützt auch die beste Verteidigung nicht so viel. Also ist ein bisschen schade bislang. Es ist spannend, sehr spannend, was immer ärgerlich ist, wenn der Ball schon fast im Korb ist und dann wieder rausspringt. Aber kann man nichts machen, ne? Pech. Wollen wir hoffen, dass es noch besser wird, ne? Ins dritte Viertel starten die Seawolves mit voller Energie und ziehen das Tempo ordentlich an. Mit einer starken Verteidigung und einem 12:0-Lauf vergrößern die Hausherren ihren Vorsprung immer mehr und setzen sich mit 14 Zählern ab. Cuxhaven lässt sich davon zwar nicht komplett einschüchtern und kommt bis auf 5 Punkte wieder heran, doch der heißgelaufene Jordan Talbert ist nicht mehr aufzuhalten und erzielt allein im dritten Durchgang 16 Punkte. Mit 58:45 geht es ins Schlussviertel. Die Wölfe sind nicht mehr zu bremsen, kontrollieren das Spiel weiter. Cuxhaven kommt kaum noch durch und hat gegen die starken Seawolves deutlich das Nachsehen. Verdient gewinnen die Rostock Seawolves vor einer neuen Rekordkulisse von 4.059 Zuschauern das letzte Heimspiel des Jahres mit 76:63. Damit überwintern die Wölfe auf dem 5. Tabellenplatz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Nord. Unsere Defense war heute sehr stark und wir haben als Team gut zusammengehalten, auch wenn es mal nicht so gelaufen ist, weil unsere Würfe sind vor allem in der ersten Halbzeit nicht so gut reingefallen. Und wir haben uns nicht aufgeregt, haben trotzdem die Linie durch eigentlich gut verteidigt. Und ja, ich finde, das war der Hauptgrund für den Sieg. Wir haben uns von Anfang an gut vorbereitet, von Anfang der Woche und die Schwächen gut ausgenutzt und ja, haben es ausgenutzt und das Spiel deswegen auch gewonnen. Ich glaube, dass wir über das gesamte Spiel defensiv sehr, sehr gut waren. Mit viel Energie gespielt haben. Wir haben viele Stops generiert. Leider konnten wir in der ersten Halbzeit nicht so viel Kapital daraus schlagen, weil wir uns nicht schnell genug in die Offense bewegt haben und viele Fastbreak-Situationen verpasst haben dadurch.
Das haben wir dann im dritten Viertel deutlich besser gemacht. Und deshalb dieses dritte Viertel dann vorentscheidend auch schon deutlich gewonnen. Das war der letzte Osbach Sportclub in 2017. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und starten direkt mit dem nächsten Heimspiel der Rostock Seawolves gegen Stahnsdorf. Wolfi und ich wünschen Ihnen schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Machen Sie es gut und bis bald.